Das Auto kriegen wir jetzt, aber nicht genau der, sondern ein bauähnliches Modell. Das ist was ganz Besonderes, nämlich ein EV6, ein vollelektrisches Fahrzeug von Kia. Gibt es einige Ausstattungsvarianten. Grundsätzlich kommt er schon relativ voll ausgestattet, aber man kann ein paar Optionen wählen. Ihr habt zwei Stück jetzt mal reinbekommen, die tatsächlich sofort verfügbar sind. Sie kommen so langsam. Ich grüße dich, Pablo. Hi Sven, servus. Zwei Fahrzeuge hast du schön gesagt. Es ist leider Gottes mittlerweile nur noch einer, der sofort verfügbar ist. Der eine ist schon verkauft worden. Heute Morgen hat der Kollege mal eben mitgeteilt. Wir haben aktuell ein Fahrzeug sofort verfügbar und bekommen aber auch noch mal sicherlich in nächster Zeit welches. Hier ist eine Produktion, die relativ gängig abgedeckt ist. Das sind hier EV6 mit der 77,4 Kilowatt Batterie. Ist das die große? Oder? Genau, richtig große Batterie mit der Long Range und Wärmepumpe mit drin. So, die habe ich jetzt auch bestellt. Also genau. Ich habe Wärmepumpe bestellt und Long Range. Du hast genau das gleiche, nur in einer anderen Farbe. Gut, also diese Ausstattung, das heißt, der hat hinten auch keine elektrische Heckklappe. Nee, hat er auch nicht drin. Aber wir werden gleich mal reingucken. Der ist, wenn man es nicht bemerken würde, nicht sagen würde, ist der volle Hütte. Habe ich eigentlich ein Schiebedach bei mir drin? Schiebedach haben wir auch nicht drin. Haben wir auch nicht drin. Nee. Okay. So, also das habe ich mir geholt. Die Straßenlage, sagst du, unglaublich durch den Heckantrieb. Hast du natürlich unglaublich tolle Traktion auf der Hinterachse, da wo sie hingehört. Und was besonders ist bei dem Fahrzeug, wir müssen es mal ein bisschen hier rüberstellen. Spiegelt ein kleines bisschen, dann haben wir es hier etwas besser. Also Kia EV6 RWD, also Rear Wheel Drive, Hinterradantrieb, 77,4 Kilowatt Batterie, kostet, wie hier steht, 47.790 Euro, ist euer Hauspreis und hat richtig schöne Ausstattung, unter anderem Full LED. Genau, richtig. Wir haben hier voll LED-Scheinwerfer, mal eine Sitzheizung, eine Lenkradheizung mit drin. Wir haben eine Klimaautomatik mit an Bord, Parksensoren hinten, eine Kamera haben wir mit drin. Also alles, was man eigentlich prinzipiell braucht. Jetzt mal blöde Frage, hat meiner auch 168 Kilowatt? Ja. Echt? Ja. 229 PS, Systemleistung. So, und das als Elektro-PS. Das heißt, es gibt den noch als Allrad? Genau, da hat er 325 PS. Also das ist gar nicht mehr so viel Unterschied, oder? Also das hier reicht voll und ganz. Der hat einen super Durchzug, das passt top, das ist klasse. Weil natürlich ist je schneller, desto besser, toll. Aber wie oft drückst du aufs Gas drauf, Sven, und beschleunigst so, dass das Auto, ne? Nonplus Ultra hat. Ich einen Brief vom Finanzamt kriege, da mache ich den nicht. Aber man muss echt aufpassen bei den Kisten. Du merkst die Geschwindigkeit überhaupt nicht mehr, denn Kia, das hast du mir erzählt, ist einer der Weltmeister in Sachen CW-Wert. Also das heißt, dieses Auto ist ja CW-Wert optimiert. Ich habe auch die gleichen Felgen, die sind weitgehend geschlossen. Aber die Zeit von Trennscheiben ist vorbei. Das heißt, du hast ordentliche Reifen. Ja, definitiv. Man hat hier einen Satz 19 Zoll mit drauf montiert. Das Fahrzeug wird auch in der Serie immer mit 19 Zoll Felgen angeliefert. Also bei mir auch 19 Zoll. Mhm. Gott, ich habe ihn in Weiß. Schwarz war Aufpreis? In oder? Grau. Grau habe ich. In Grau, echt in Grau? Ja. Cool. So, ich habe schon ganz vergessen. Wir hatten beim letzten Mal zuerst Weiß bestellt, wir sind dann umgestiegen auf Grau. So, und der hat Keyless natürlich. Kann man den mit der Fernbedienung hin und her fahren? Nee, das macht er hier nicht. Das macht immer nur die ganz große Variation mit allen Assistenzsystemen drin. So, der kann sogar Benzin tanken, sehe ich hier. Guck mal, genau, hier. Da ist ein Tank, die Zapfsäule ist dran. Für den Strom, also ist ja so schön noch extra ein Stromzeichen mit abgebildet, aber es könnte tatsächlich auch eine Zapfsäule sein. Das wäre cool. Der ist rein elektrisch. Das Besondere an den Fahrzeugen ist die 0,25% Versteuerung. Ich glaube, das lässt einige, unter anderem auch Verkäufer, Autoverkäufer, dazu sich zu bewegen, ein voll elektrisches Auto zu fahren. Fährst du voll elektrisch? Ich fahre aktuell selbst voll elektrisch, richtig. Beziehungsweise jetzt bald wieder. Ich hatte vorher rein elektrisch gefahren, ich hatte lang E-Soul gefahren, dann lang Niro. Aktuell fahre ich Sportage. Aber natürlich ist der Vorteil bei einem Elektrofahrzeug ganz groß. Zunächst mal kann ich für meine Verhältnisse sagen, bin ich mal ganz froh, wenn ich ein Auto habe, was ich morgens über die App steuern kann, was die Scheiben morgens frei sind. Und ist das dabei immer? Genau, die App hat jeder EV6, beziehungsweise jeder Kia als Elektro. Und im nächsten Augenblick ist man natürlich zufrieden mit der 0,25% Versteuerung. Was heißt das jetzt in der Praxis? Bruttolistenpreis bei dem hier?
50? Ja, ein Ticken höher sogar. Wir haben hier einen Bruttolistenpreis von knapp 55.000 Euro. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, mal gehen wir gerade zum Schild. Kann man zum Schild gehen. Also das heißt, normalerweise müsste dich den als Geschäftswagen mit 550 Euro versteuern. Genau. So. Wir sind bei 55.190 inklusive Zulassung und Überführung. Zulassung und Überführung geht hier natürlich nochmal raus. Also sind wir bei 53.970 Euro. Und wenn ich die jetzt mal regulär rechne, 53.990 Euro, und wenn ich die jetzt ganz einfach mal rechne und 0,25% also etwa 175 Euro. Ja, genau, versteuere ich 175 Euro für ein Auto, was einen deutlich höheren Wert hat. Ja, fangen wir vorne an. Also Full LED, hat der automatisches Fernlicht? Automatisches Fernlicht der Serie, richtig. Serie. So, hat der Abstandstempomat? Der hat ein Abstandstempomat mit an Bord. Hat der Spurhalteassistent? Spurhalteassistent hat er mit an Bord. Hat der eine Schnellladefunktion? Ja, die Schnellladefunktion, auf die wollte ich auch gleich erst zukommen. Machen wir gleich. Mach mal vorne auf, dass wir den Motor mal sehen. Denn er lacht sich tot. Ja, wir hatten ja voll elektrische, da war vorne noch ein Motor drin. Das ist hier, glaube ich, ist der Motor hier auf den Rädern drauf oder wie funktioniert das? Das ist mein Kollege, der Frank. Der Frank. Den kennst du bestimmt auch schon. Das ist der Motor. Ach nee, ist gar nichts. Hier kannst du dann immer schön das eine oder andere Notfallkit. Mach nochmal zu, dass man mal. Also es sieht ja so aus, wenn man sie jetzt so aufmachen würde, als wäre da jetzt eine Motorabdeckung drauf. Ja, also man könnte sich das Ganze tatsächlich denken. Ja, wir haben beim Fahrzeug natürlich noch ganz klassische Komponente, wie hier Scheibenwaschwasser, die Kühlflüssigkeit vom Batteriesystem. Und wenn wir hier unten so ein bisschen rüberfilmen, sehen wir auch schon, dass dort schon noch ein bisschen was sitzt. Ja, das ist jetzt nicht so, dass der Motorraum leer ist. Flüssigkeit genau. Und so weiter. Oben rechts die Bremsflüssigkeit, Sicherungskasten ist ja hier. Und wie man auch sieht, hier unten drunter ist eine ganz normale klassische Starterbatterie. Weil selbst ein Elektrofahrzeug muss angelassen werden. Ne? Ist so. Und die wird aber über die Aufbaubatterie dann quer versorgt. Ja, klar, selbstverständlich. Man muss aber sagen, auch eine Starterbatterie kann beim Elektroauto kaputt gehen und deswegen auch zu einem Defekt führen, dass das Fahrzeug nicht mehr läuft. Ne? Fahrzeug hat eine 8-tägige Übergabegarantie, danach ist man auf sich selbst gestellt, richtig? Natürlich kann man sich jederzeit bei uns melden, wenn man so ein Auto bei uns kauft oder meinetwegen auch im Service. Nein, das war ein Scherz. Also der hat keine 8 Tage, der hat wie viele Jahre? 7 Jahre bis 150.000 Kilometer Herstellergarantie. Aber auch, das ist schon ein gutes Thema, was du ansprichst. Wenn man so ein Auto kauft, da ist ganz viel Technik, die auch hinterher kommt. Anrufen, nachfragen, vorbeikommen, nachfragen, dafür sind wir da. Das heißt also, wenn ich das Auto bei dir kaufe, darf ich dich danach, nach dem Kauf nochmal anrufen? Du darfst mich ganz, ganz oft, so oft wie du willst belästigen, Hermo. Aber nicht in den nächsten, in den nächsten 8 Tagen. Warum? Ja, ich bin in Urlaub. Es geht nach Ibiza. Das, so viel kann man sagen. Also hier vorne ist noch ein bisschen Dämmung drauf. Wo ist denn jetzt der Motor? Klär mich mal auf. Ist der unterm Auto? Nee, wir haben tatsächlich hier unten drunter eine Motorkomponente. Die Batterie ist eigentlich im Fahrzeug unten drunter verbaut. Ne? Weil es gibt ja beim Elektromotor, der ist ja ganz simpel. Da gibt es ja nämlich großartig viele Teile, Zahnräder, die zusammenarbeiten müssen. Ist er tatsächlich erst da oder er ist nicht da. Ne? Und der Antriebsstrang sitzt natürlich auf der Achse, die ist die Hinterachse. Ne? Und hier unten drunter in der gesamten Bodengruppe ist die Elektrobatterie. Das macht die Batterie verbaut. Das macht auch diese geniale Straßenlage, denn das ist so, als hätte man Gullideckel früher, also ich habe immer so beim Manta, haben die ja so Gullideckel hinten reingelegt, der hat ja auch Heckantrieb. Das ist ein Auto, das muss man gefahren haben. Also straßenlagenmäßig ein richtiger Sportwagen. Definitiv Sportwagen, aber von der Karosserie her nicht unbedingt als Sportwagen zu bezeichnen. Der kann sportlich sein, der hat sportliche Eigenschaften und ein sportliches Charisma. Allerdings sollte man ganz klar sagen, dass man mit dem Auto ja auch ohne Probleme die Familie unterbekommt oder gleichzeitig auch nochmal als Dienstwagen so ein Auto nutzen kann. Also jetzt, dass man sagt, man fährt jetzt hier vor, das ist das absolute Rennsemmel. Ja, mach mal zu. Gerne. Dann darfst du mal die Lampen mal anmachen, bitte. Dass wir mal sehen, wie die Kiste aussieht. Er sieht so ein bisschen Cobra-mäßig aus von vorne. Krank. Wow. Also Full LED, man sieht es. Bitte mal Fernlicht anmachen. Nochmal, aus. Also komplett Full LED. Das Starke dabei ist natürlich, wenn du jetzt das Kia entfernen würdest. Und da sind wir mal wieder beim Thema, dass also viele
Mittlerweile schon eher. Also dass man Kia natürlich zutraut, solche tollen Autos zu bauen, aber ihr seid Vorreiter. 800 Volt Technik, da können wir gleich mal drauf kommen, aufladen in wenigen Minuten. Die Spurverbreiterung hier, diese Abdeckung, das ist Serie. Das ist Serie, richtig. Also wir haben jetzt hier die Variation mit Rillen, das ist bei der Baseline immer so. Bei der GT-Line haben wir das Ganze durchgehend und glänzend. Aber die Griffe sind auch versenkt und in Wagenfarbe. Genau, richtig. Bei jedem EV6 und hier einfach via der Flush-Funktion zu öffnen. Okay, gehst also einfach rein. Große Sitzbank hinten. Ist die höhenverstellbar, die Sitzbank hinten? Nee, die ist nicht höhenverstellbar. Man hat in dem Auto hier so viel Platz, das ist gigantisch, Sven. Also ich setze mich mal rein. Der Sitz ist jetzt ganz zurück vorne. Ja, der ist komplett zurück. Ja. Hier, ich zeige es euch. Hier. Da ist so viel Platz da drin, ich kann noch nicht mal die Lehne sehen, so weit ist der zurück. Und du kannst dich einfach ausstrecken, hast Beinfreiheit pur. Also Kopffreiheit vor allem, wenn du das da mal anschaust, das ist wirklich gigantisch bei dem Auto hier, das ist wirklich richtig klasse. Also, da sind wir drin. Hier vorne kann ich meine Jacken abhängen, wenn ich mal niemand hinten dran habe. Dann hast du USB-C, das weiß ich glaube ich noch, genau, in den richtig. Sitzen. Links und rechts. Links und rechts, Ablagen mit drin. Mach mal auf hier vorne, kann man das aufziehen wie beim Flugzeug? Ah ja, okay. Cool. Privacy-Verglasung hast du nicht hier drin, ne? Die kann man aber noch zuwählen, beziehungsweise die können wir hier vor Ort nachrüsten, das ist gar kein Problem. So, und jetzt gilt es die Aufgabe. Weißt du, was wir mal machen aus Spaß? Wenn wir unser Auto kriegen, wir föhnen mal alle Kia-Aufkleber ab. Und dann machen wir mal einen Test. Ich komme von German Television, wir stellen den mal auf den Platz und lassen die Leute mal fragen, was für ein Hersteller es ist. Ja, top, mach mal. Sag was an, mach mal. Guck mal hinten, wie breit der ist. Denk mal, das gar ist, nicht, dass es ein Kia ist. Absolut. Nee, denkst nicht, dass es ein Kia ist. Also der ist dem Stinger näher, finde ich, als also von der Sportlichkeit her wie dem Picanto. Na gut, das ist absolut, da bin ich komplett bei dir, Sven. Was man halt hier bei dem Auto sagen muss, ist, dass Kia wirklich von der Technik her ganz viel vereint hat. Natürlich die optische Variation ist für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, es gibt dort so einen amerikanischen Elektroautohersteller. Der ist Tesla oder was? Genau, richtig. Ja. Der gefällt ihnen besser. Das ist aber auch voll und ganz okay. Ich meine, jetzt stellt euch mal vor, jeder hat die gleichen Geschmack bei seinem Partner. Ne? Also, wir wollten ja einen Tesla kaufen. Das ist dann an der Anzahlung gescheitert, weil irgendwie meine französische Kreditkarte, die wollte er nicht haben. Mhm. Jo, und dann habe ich mir halt keinen genommen. Mittlerweile fallen ja die Preise bei denen fast täglich, habe ich gesehen. Bei euch immer noch, ich sag mal, nicht in großen Stückzahlen lieferbar. Ich habe ja auf meinem 1,5 Jahre gewartet. Hätte ich ja jetzt gar nicht machen müssen. Ich hätte den hier gleich kaufen können. Ja, theoretisch schon. Aber wie gesagt, das Auto hier, der steht maximal die nächsten 2 Tage. Ich denke noch nicht mal, dass der 2 Tage hier durchhält, wenn er jetzt sogar schon heute Nachmittag verkauft ist. Nee, keine Angst. Also ihr seid einer von den großen Händlern in Deutschland. Ja. Hier sieht man diese Aussparungen, die ihr gemacht habt. Fahr mal gerade mit der Hand rein, dass man mal so sieht, das ist 3D-Effekt. Also nicht nur Effekt, sondern richtig schön gemacht. Und die Besonderheit ist wirklich der Kofferraum. Das ist kein Mogelkofferraum, sondern die Klappe ist so geformt, dass man da noch richtig viel reinbekommt. Und die starke Geschichte ist, dass dieser Eingang auch ein Ausgang ist. Das heißt, du kannst die Leistung beim Stromausfall komplett rausziehen. Genau, richtig. Also wir haben hier einen Adapter, den nennt sich Rehicle to Device. Der Rehicle to Device Adapter bringt somit die Möglichkeit, eben eine Haussitzsteckdose anzuklemmen, eine Verlängerungsbox einzuklemmen und somit sich selbst im Haus auch zu versorgen. Da kommt 230 Volt raus. Genau, ist allerdings noch nicht so sehr ausgereift, dass das Fahrzeug, ich muss mal aufpassen, was ich da sage, Strom ausspeist wie einspeist. Ne? Also sprich, dass er seine Stromnummer genauso abgibt. Aber Beispiel, ich bin im Wald, habe eine Elektrokettensäge dabei, kann den ans Auto anschließen, habe 230 Volt aus dem Ausgang, aber nicht nur 100 Watt, das können ja alle, sondern hier kommt richtig Leistung raus. Genau, richtig, 230 haben wir hier an Leistung. So, dann drunter hast du den Gleichstromeingang. Da brauchst du aber kein Ladekabel, weil das ist immer fest an der Ladesäule dran. Genau, richtig. Wir haben hier unten drunter den Part, den man so gesehen als Schnellladen bezeichnet. Der gesamte Stecker, den führt man einfach hier ein. Und das Fahrzeug ist dank der 800 Volt Ladetechnologie an einer 350 Kilowatt Station in 18 Minuten von 10% auf 80% geladen. Von 10% auf 80% in 18 Minuten. Mhm. Dazu muss aber die Ladestation auch vorgesehen sein.
Tesla geht auch. Das heißt, man kann die an den Tesla, aber die haben keine 800 Volt, weiß ich gar nicht. Ja, die haben keine 800 Volt. Das geht natürlich auch. Jede Ladesäule hat in etwa den gleichen Anschluss, ne? In Anführungszeichen. Also ich weiß zum Beispiel, Porsche hat auch, glaube ich, 800 Volt. Genau, die haben Porsche Taycan, der Audi e-tron GT RS und der Hyundai Ioniq 5, wie auch 6 jetzt, teilen diese Ladetechnologie von 800 Volt. Was ist denn dabei für ein Kabel? Was kommt mit? Mittlerweile eins für die Ladestation für die Wallbox, ne, beziehungsweise für 11 kW Laden. Also Typ 2 Ladekabel, korrekt, richtig. Dreiphasig auch immer. Dreiphasig. Also der kann dreiphasig laden. Guck mal hier, ist interessant, ist von selber zugegangen. Ist das bei meinem auch so? Ja, mir sicher. Deutsch 1-1 das gleiche Auto in einer anderen Farbe. Echt? Also alles das, was wir jetzt sehen werden, ist bei meinem auch so. Ich bin begeistert. Das ist eigentlich die Einweisung schon, ne? Guckst das Video an, da weißt du nur ganz klar, was du fragen wolltest. Na toll. Ja, wir haben uns schon ein Video gedreht. Er stand nämlich auf dem Hof, weißt du noch, als es so geregnet hatte. Und der geht von selber zu jetzt hier. Ja, ja, ich komme ja schon. So, wir haben alles gezeigt. Motor hat er auch. Und setzen uns rein. Hier diese Textiloptik hier, die ist sehr schick. Habe ich das erste Mal gesehen beim Honda E. Ja, genau, richtig. Stimmt, der hat das Ganze auch mit den zwei Bildschirmen noch links und rechts, ne? Also der hat ja auch elektronische Außenspiegel. Die gibt es, glaube ich, bei euch auch, oder? Elektronische Außenspiegel gibt es bei uns auch, ja. Ja, also das heißt, da hast du Kameras anstelle von den Außenspiegeln. Rückfahrkamera Serie bei dem? Genau, richtig. Wir machen einmal die Tür. Ja, mach ich. Tür zu. Aktivieren. Darfst aber nicht zu lang laufen lassen wegen Abgasen hier im Innenraum. Ja, das ist eine ganz klare Sache, da hast du recht. Das sollte man berücksichtigen. So, immer zu, Radio aus, Entschuldigung. Also nochmal Punkt, Rückfahrkamera. Einfach auf R stellen, dann kommt hier hinten die Rückfahrkamera, sowie auch die Parksensoren, die wir im hinteren Bereich haben bei dem Fahrzeug hier. Hinten hat man. Genau, richtig. Kann man hier noch verschiedene Einstellungen wählen. Man kann da ganz mit Kastenansicht wählen, ob man von oben oder von unten gucken möchte, 360 Grad oder regulär. Für einen Hänger anzuhängen oder sowas. Hier haben wir ein Tempomat vom Fahrzeug. Als nächstes Assistenzsystem, der ist, wie gesagt, adaptiv, passt sich dem Vordermann an. Genauso wie die Spurhalte- und Spurverfolgungsfunktion. Spurhalte ist klar, kennt jeder. Spurverfolgung ist was Neues. Spurverfolgung heißt, dass das Fahrzeug sich zum Vordermann orientiert, an den Fahrspuren des Vordermanns orientiert und nicht nur im Notfall einlenkt, sondern auch schon so permanent. Also Baustelle zum Beispiel. Also wenn einer Mist vorne baut, dann bauen alle Mist. Nee, Autos kann sich tatsächlich immer noch an den Linien orientieren, aber prinzipiell erkennt er schon irgendwo den Lenkwinkel anhand der ganzen Sensoren, die wir hier oben verbaut haben. Echt? Das heißt also, das Problem ist ja, dass ich bei meinem Cupra immer abschalte, wenn eine Baustelle kommt, weil dann lenkt er nämlich falsch. Oder oft falsch, muss man sagen, weil er nämlich, du weißt das selber, die weißen Linien sind noch drin, original, die gehen dann geradeaus in den Poller. Mhm. Und die gelben, also ab und zu klappt das nicht, aber hier würde der den Vordermann erkennen und dem folgen. Genau, richtig. Also der kennt den Vordermann, gleichzeitig auch nochmal die Spurmarkierung und tut dementsprechend möglicherweise zurücklenken. Okay, das ist also toll. Das Lenkrad ist axial und Höhe? Genau, richtig. Manuell einzustellen, alle verschiedenen Richtungen. Gott, also das ist wichtig. Wie groß, du bist 1,80 Meter, hast lange genau. Beine. Wir haben eben noch gesagt, du würdest den Sitz jetzt eher noch ein bisschen vormachen, ja, oder? Ja, ich habe den Sitz auch schon nach vorne gemacht. Also Sitz geht noch ein gutes Stückchen nach hinten, sodass selbst ich nicht mehr an die Pedale komme. Ich habe relativ lange Beine. Ach, jemand, der 2,10 Meter groß ist, hat in dem Auto hier massig Platz. Drück mal auf Start. Da habe ich denn ein Mäusekino. Ist das Seelen-Soundsystem? Kann man das hören? Wir haben hier ein super Soundsystem drin. Na klar, zeigen wir auch gleich gerne. Mit Meeresrauschen. Den hat noch nie einer angemacht, oder? Kann das sein? Der ist quasi jungfräulich. Der ist ganz jungfräulich. So, SOS-System. Hier oben hast du ein paar Lampen mit drin. Es ist schon ein großes Auto, aber du hast viel Platz. Und du hast so viel Platz, weil der Motor, die Antriebseinheit, alles sehr klein gehalten werden kann. Mhm. So, EV. Media, DAB, Sound of Nature, was ist das? Living Forest, also ist bei mir auch dabei. Mhm. Ich finde eine Variation richtig schön, Sven, wenn du mal auf Toilette musst, während dem Auto fahren. Das war gerade die Klimaanlage. Oh, lass die mal an, das ist ja geil. Das Meeresrauschen. Rainy Day.
Das heißt, ich kaufe mir Geräusche, wenn es mir zu leise ist im Auto. Krass. Okay, haben wir verstanden. Mach mal aus. Sag mal hier diese 52%, die wir gerade eben gesehen haben. Mhm. EV, genau. Die 52% bedeuten 244 Kilometer Reichweite, ist aber abhängig vom Fahrer. Das heißt also, die Reichweite, die jetzt hier im Ausstellungsstück steht, was kann ich denn maximal, wenn ich extrem sparsam fahre, mit dem erreichen? 528 sind angegeben. 528. Genau, ich habe einen Kunden, der hat auch schon 600 Kilometer hinbekommen, tatsächlich, ja. Innerorts überwiegend. Ich würde aber ganz einfach mal selbst sagen, damit ich auch mein Wort halten kann, 450 Kilometer packt da. Zweimal laden bis Hamburg und du bist durch. Also, das bedeutet, ich halte an, brauche, sagen wir mal, wenn er ganz leer ist, circa, sagen wir mal, eine halbe Stunde. So, die 18 Minuten, da muss er ja schon perfekt vorkonditioniert sein. Kann ich den konditionieren von der Temperatur, die Batterie? Könnte er einstellen vorab, natürlich. Weiß er das automatisch, oder? Ja, automatisch, weil das Auto jetzt nicht... Sag mal, wie stellt man das ein? Ja. Kannst du mal Deutsch machen? Sag mal so lieb. Der, naja, nicht, dass die Leute dann kommen und sagen, ja, der kann ja kein Deutsch. Please. Also General, der ist echt flammneu, Deutsch. Geht. Ist eine SIM-Karte eingebaut, Daten? Immer mit drin. So, EV. So, jetzt sieht man... Das Geniale ist ja, also Batteriekonditionierung heißt das. Genau, das kann man hier aktivieren, unter welcher Rubrik man es halt eben laufen lassen möchte. Muss ich aber nicht machen im Sommer. Ich glaube, das ist nur eine Winternummer. Da unten sieht man auch die Batterie, wie tief die liegt. Ladestrom, all das kann ich denn sehen. Zeig mal bitte, wenn ich draufklicke, kann ich da was eingeben? Ladestrom maximal, reduziert minimal. Genau, richtig, je nachdem, wie lange das... Ach so, wenn die Steckdose nicht so viel kann. Genau. Okay, verstehe. Was ist Batteriekonditionierung? Das ist halt eben die optimale Batterie... Ich kann jetzt da gleich vorlesen. Batteriekonditionierung heißt ja tatsächlich, dass die Batterie relativ kalt ist. Und das Fahrzeug erkennt ja natürlich... Ach, das war das, was er eben hatte. Ist genau, richtig. Hat der hier ein Lithium-Eisenphosphat eigentlich drin? Was ist das? Bitte? Ein LiFePO4... Ja, habe ich schon gelesen. Müsste ich jetzt also tatsächlich nachgucken, ob der Leuer genau hat. Da sind meine Grenzen auch tatsächlich. Wie lang ist die Garantie auf die Batterie? 7 Jahre. 7 Jahre. Bis 50.000 Kilometer. So, intelligente Rekuperation, mittleres Abbremsen. Das kann ich, glaube ich, Pedals hat er auch? Hat er auch. So, das sind die Pedals. Und mit den Pedals stelle ich die Rekuperation ein. Genau. Was ist eine Rekuperation? Erklär mal den Leuten. Ja, ich sage, da kann man mal schön mit dem Fahrradtrafo vergleichen. Die Lampe geht erst an, wenn der Trafo eingeklickt ist und über die Rotation der Reifen lädt das Fahrzeug sich dann praktisch nochmal auf. Natürlich gewinnt man nie nochmal alles zurück, was man auch ausgibt, ne, an Beschleunigung und Co. Aber es ist tatsächlich immer so die Sache, dass bei einer Rekuperation nochmal Energie eingespeist wird. Das bedeutet, der Motor kehrt sich um zum Generator, genau. Bremst das Auto ab, korrekt? Genau, richtig. Und ich erzeuge zum Beispiel bei der Bergabfahrt ein bisschen Wärme und sehr viel Strom. Genau. So, aber Bremsbeläge werden geschont. Ja, natürlich, dadurch, dass es ja rekuperierend ist und die Achse dann praktisch in dem Moment umschaltet. Ne? Klar. Sag mal, Winter, ist das hier eine Heckschleuder? Oder? Absolut gar nicht. Also, man hat eigentlich gedacht, das wäre einer. Wir hatten ja das Jahr 8 zum ersten Mal ein bisschen Schnee gehabt und die Möglichkeit, das Ganze auszuprobieren. Auto ist aber gar keine Heckschleuder. Der hat eine sehr, sehr gute und bodenständige Straßenhaltung. Ich hatte ja mal ganz lange BMW und die neuen ESP-Systeme, da kannst du auch Vollgas auf dem Schnee fahren, also Vollgas vielleicht nicht, aber du kannst fahren, das ist kein Problem. Also Heckantrieb, weil viele sagen, oh, gefährlich. Nee, durch die neuen Elektroniksysteme, die greifen immer ein, also, ja, oder? Gut. Aber die Straßenlage bei Heckantrieb ist unglaublich. Also ich sag nur Formel 1, ist ja alles Heckantrieb. Das heißt, in dem Moment, wenn du ja Gas gibst, geht ja die Belastung auf das Hinterrad, nicht auf das Vordere. Und du hast also immer Traktion und Antrieb. Und das ist wirklich toll. Das Lenkverhalten ist auch sehr sanft, nehme ich an, weil du hast ja keinen Antrieb vorne. So, jetzt schwingende Mittelkonsole habe ich eben schon gefilmt. Besonderheit ist hier dieses papierähnliche Display.
bei dem du jede Menge Tasten einsparst, lässt sich auch sehr gut reinigen. Zeig mal, also im Moment sind wir im Kühlmodus, jetzt sind wir im Navigation. Genau, richtig, Navigationsradiomodus. Man kann also zwischen den zwei Variationen swipen. Wir haben einmal hier die Variation mit Klimaautomatik, wo wir hier auswählen können, wie die Temperatur im Fahrzeuginneren sein soll. Und im nächsten Augenblick haben wir die Map-Navigation, wie man es jetzt hier oben schön über den Hauptdisplay sieht. Wir können das Ganze ohne Probleme durchschalten. Ich habe ja jetzt die Wärmepumpe mir gekauft. Der Vorteil ist, glaube ich, sie geht sehr schnell. Das heißt, auch im Winter hast du eine Enteisung, selbst wenn du ihn nicht vorkonditionierst, in ein, zwei Minuten ist die Kiste aufgetaut. Zwei, drei Minuten. Du kannst ihn per App kannst ihn vorkonditionieren. Das ist genial. Also du sagst, Du wirst es lieben. Wirklich, wenn du morgens ein Auto einsteigst, ich habe selbst keinen Garagenstellplatz zu Hause mit dem Fahrzeug. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. So, jetzt habe ich so Sportmodi. Also gibt es sowas überhaupt? Also dass man Drive Mode. Okay, also da ist die Taste Drive Mode. Mhm. Und dann, was macht man da? Wir können dann behalten hier zwischen Eco, Normal, Sport und dem Snow Mode. Mhm. Ne? Wie man hier so schön sieht. Wenn ich jetzt einfach auf den Sportmodus gehe, ist natürlich das Angriffsverhalten, Verhalten des Gaspedals ein ganz anderes. Ne? Ist direkter auch noch. Genau, korrekt. Die Lenkung ist ein Ticken direkter. Ist echt cool. Am Anfang probiert man alles aus. Das heißt also gerade hier bei den Probefahrten, wenn man da auf den Verbrauch guckt, lasst es sein, weil die Leute wirklich hier rausfahren und mal schön aufs Gaspedal treten. Nach einer Zeit, spätestens nach wenigen Tagen, wird man auf einmal ganz anders beim Fahren, oder? Richtig, ja. So, genauso kannst du es sagen. Du wirst eher Reichweite, du belächelst die anderen, wenn die auf der Strecke nach München vielleicht mit 180 fahren, weil effektiv, ich fahre ja viel LKW, viel schneller sind die auch nicht. Vielleicht mal nach München eine halbe Stunde schneller. Thema Parkpausen tanken. Wie ist das in der Praxis? Du bist ja jetzt schon länger gefahren. Gibt es genug Ladestellen? Oh, auf der Autobahn haben wir massig Ladestellen. Wir haben halt hier bei uns regional in Saarlouis das Problem, dass wir nur wenige Ladesäulen in der Innenstadt haben. Und das ist natürlich auch das. Und die meisten laden ja zu Hause dann. Ja, die Kunden mir aber auch immer sagen, es gibt ja kaum Ladestationen. Das ist ja nicht so. Wenn wir jetzt aber aus dem Saarland rausfahren, einfach mal in verschiedene Richtungen, die französische Autobahn sehen, die Luxemburger Autobahn und gleichzeitig auch nochmal die deutsche Autobahn, die aus dem Saarland rausführt, sehen, haben mal überall Lademöglichkeiten, mehr als genug. Mhm. Selbst wenn jedes zweite Auto ein Elektroauto wäre, hätten wir genug Ladesäulen, 100%. Der hat ja eine Software eingebaut, wo er die Ladestationen kennt. Wird die upgedatet oder wie funktioniert das? Man hat jetzt die Möglichkeit, zwei Over-the-Air-Updates im Jahr zu bekommen. Die Over-the-Air-Updates, die spielt man sich. Aber was heißt das Over-the-Air? Das sind Updates, die hier auf das Auto abgeschrieben werden. Per WLAN, oder? Navigation, genau, richtig. Ja. Ist in SIM-Karte drin, deshalb. Weil ich habe gehört, es gibt einige Apps, die du aufs Handy auch installieren kannst, wo du sagen kannst, ich will gerne Ladestationen sehen. Da haben sich einige Anbieter auch spezialisiert drauf. Genau, richtig. Die das Ganze machen. Live-Ladestationen. Schau es dir an, wo ist was frei? Live-Ladestationen. Genau, die rot sind, die sind belegt, die gelb hinterlegt sind, die haben aktuell eine Störung, die grünen sind frei und die grauen. Wie man jetzt hier sehen, sind ja ein paar Grau, die haben keine Online-Anbindung. Okay, gibt es also auch. In der Praxis sagst du, ist das kein Thema. Das heißt also, aufladen ist genauso schön wie zur Tankstelle fahren. Genau. Es dauert vielleicht einen Ticken länger, aber die Kosten sind natürlich erheblich geringer. Das heißt, du kannst theoretisch, wenn du den hier als Saarland-Auto benutzt und den zu Hause auflädst, brauchst du nie wieder zu einer Ladesäule zu fahren. Wie oft fährst du 500 Kilometer in der Woche, Sven? Rechne jetzt einfach mal, es sind 2000 Kilometer im Monat, sind 24.000 Kilometer im Jahr. Die Durchschnittslaufleistung bei den Kunden liegt über zwischen 12.000 und 17.000 Kilometer im Jahr. Ne? Mhm. Deshalb, du würdest schon mit dem Auto immer noch laden. So, also meine Frau fährt ja im Moment einen Plug-in-Hybrid mit 55 Kilometer Reichweite. Mhm. Also ab und zu geht der Benzinmotor an, weil der hat so eine, glaube ich, so eine Eigenschaft, dass er den Sprit verbrauchen muss nach einer Zeit. Der sagt dann hier, der ist zu alt. Aber ich glaube, die tankt einmal im Jahr. Das ist wirklich so. Und hier. Eine Eigenschaft haben, weiß ich tatsächlich nicht, aber ich weiß, dass es gefährlich ist, wenn man immer nur elektrisch fährt und der Benziner nie mal nachtankt, dass da kein neuer Kraftstoff reinkommt. Ne? So, und zweimal USB ist da unten. Sitzheizung, Sitzlüftung habe ich nicht. Sitzlüftung ist jetzt hier bei dem Angebot und bei dem Fahrzeug nicht mit drin, aber kann man ohne Probleme gegen Aufpreis mitbestellen. Also viel Auto fürs Geld.
wenn du überlegst, wie schön du auch drin sitzt. Die Sitze, richtige Sportsitze. Genau, richtig und sehr, sehr komfortabel. Also auch vom Wohlfühlverhalten genial in das Fahrzeug hier. Schön. Was haben wir noch? Also, kommt immer mit Automatik. Also jemand, der sagt, brauche ich aber nicht, ich will schalten, geht gar nicht, weil der Elektromotor kennt keine Schaltung. Genau, richtig. Ist ja ein Einganggetriebe, ein Elektromotor. Ein Elektromotor hat immer ein Einganggetriebe. So, halbe Stunde, die ich gelohnt haben, wieder viel gelernt. Zeig mal Radio, das wollen wir gucken, ob unsere Logos schon drin sind. 100%, hoppla. Denn wir betreiben ja noch zwei Radiosender und siehe da, Saarfunk 1, da ist unser Logo drin. Und funktioniert. Also wir senden ja auf DAB Plus zwei Kanäle, Saarfunk 1 und Saarfunk 3, das ganze Saarland weit. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, dass unser Logo zu sehen ist. Mensch, lang hat es gedauert, jetzt ist es da. Wenn ich so ein Auto kaufen möchte, gibt es ja auf der ganzen Welt nur einen Händler. Nee, es gibt viele, aber der beste Händler ist natürlich und netteste ist Pablo Barth. Du hast noch einen Kollegen, wie viele Leute im Verkauf? Hier im Team sind wir 7 Leute insgesamt und einfach anrufen, melden, sich immer aus dem Vertrieb verlangen. Ja, du hast Anrufe aus ganz Deutschland. Trotzdem muss man sagen, das wird sich ja mal ändern. Demnächst werdet ihr mal Autos kriegen, also die auch lieferbar sind und dann kann man diese ganzen Fahrzeuge auch schneller kriegen. Aber das waren die letzten 2 Jahre, war nicht so witzig, oder? Es war auf der einen Seite schön, hat viele Autos verkauft, aber auf der anderen Seite Leute, die direkt ein Auto haben wollten, das war schwierig. Der Automobilmarkt, würde ich einfach mal sagen, war in einer Sondersituation gewesen. Wir hatten zuerst die Corona-Krise gehabt und anschließend hatten wir die verschiedenen Halbleiter-Problematiken, die sicherlich auch jedem bekannt sind. Und wir konnten natürlich auch in dem Moment nicht mehr so die Lagerware vorhalten, wie wir es vorher gemacht haben. Auch wir waren irgendwann mal leer. Und trotz, dass wir der gesamten Zeit über immer einen sehr, sehr guten und hohen Lagerbestand hatten, konnten wir auch so gut wie alle Kunden bedienen. Jetzt wird es aber bald wieder so kommen, dass wir mehr Fahrzeuge da haben. Ich denke, dass wir Ende des Jahres die Problematik wirklich vergessen haben oder vergessen können und die Fahrzeuge dann hier ganz normal gängig da sind. Auch so ein exorbitant hochwertiges und sonderbares Fahrzeug wie der EV6, auf den ist ja eine Nachfrage ohne Ende, wird man auch nach wie vor ein bisschen warten müssen. Aber letztendlich, meine Mutter hat immer gesagt, Vorfreude ist die schönste Freude. Echt, hat sie gesagt? Vorname von deiner Mutter? Yvonne hat gesagt, Vorfreude ist die beste Freude. Sag das mal meinem Sohn, der will nämlich alles direkt. Aber wir haben jetzt 1,5 Jahre darauf gewartet. Da ist er und wenn Sie den haben möchten, müssen Sie keine 1,5 Jahre warten. Der ist zumindest mal jetzt sofort verfügbar. Das Ganze bei kia.saarland oder Autohaus Klein in Saarlouis. Tschüss, Pablo.